weiter. Es geht noch weiter. Ich dachte, jetzt wäre es vorbei, aber okay. Dann halt nicht. Oh. Jetzt kommt das, was sie geträumt hat, dass alles brennt. Ah, sie ist eine Magierin. Fuck, wo sollen wir? Es hat das Problem, ich weiß auch gar nicht, wir sind noch in dem Haus, wo sie geboren ist, oder? Wohnen wir jetzt hier? Weiß nicht, ist das unsere neue Hut? Wo sind die anderen? Stan, mach auf! Was du? Oh Gott! Wo sind die anderen? Boah, ist hier über dem Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, ich komm mit dir. Nein, ich geh allein. Oh, oder waren das die los, Typen? Los, mit dir! Das kann gut sein, dass das die Typen waren, ne? Walter. Scheiße. Eisen, sprenn die Tür! Ja. So. Tuesday, das Baby! Sie sind oben, hör dir! Wir müssen sie rausholen, bevor hier die ganze Bude abbrennt! Ja, dann verzüchte ich, los. Dann machen wir das schon. Ich würde jetzt gerne nach oben. Aber dass man noch nicht so lange warten muss, bis man was machen darf. Ich würde auch gerne schneller laufen, aber irgendwie will das Spiel das manchmal nicht so. Irgendwie will das Spiel nicht das... Oh Gott. Wo genau sind sie? Hier oder sind die ganz oben? Oh. Ich weiß nicht, wo sie sind. Das ist das Problem. Keine Ahnung, Mann. Da sind sie nämlich nicht. Wo sind die? Alter, wo sind die? Ich hasse sowas, ne? Warum sind die irgendwo anders extra wurscht? Ich höre den voll nah. Ich weiß aber halt nicht wo. Ach, da steht er, okay. Komm schon, Jimmy! Spring! Du schaffst das, komm schon. Nein, ich komm nicht raus! Du kannst! Ich komm nicht raus! Du kannst! Komm schon, spring! Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Ja, dann zwingen wir ihn halt. Kein Problem. So. Was war das? Hast du geschafft. Das Baby! Los, rette das Baby! Gleich nebenan! Okay. Moment, was heißt gleich nebenan? Okay, da die Tür. Alter! Boah, die Steuerung, ich will zur... Alter, ich hasse sowas, die Steuerung, ne? Ich will zur verfickten Seite, ey. Auf einen anderen Weg. Ja, nee, anderen Weg gibt's nicht, will ich nicht. Kann eigentlich das Feuer ausmachen, ich hasse sowas, ne? Willst zur Seite gehen, nichts passiert. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, da lang? Ja, hier ist der Spaß. Oh Gott, L1, bevor ich runterfalle, das wäre nicht so gut. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie noch rein. So. Und... Alles klar. Johnny! Nicht hier aus hier! Okay. Und ob das noch was wird? Ich hoffe schon. Oh Gott. Ich will jetzt hier auch noch einen Weg suchen dann. Weil da hinten ist ja auch alles voller voller Feuer, ne? Nee, alles wird gut. Ja, gut, vielleicht auch nicht. Okay, können wir nicht das Dings da wieder machen? Genau das. Alter, das kann auch Feuer einfach abhalten. Krass. Das ist echt krass. Komm, deck nach, Jody. Deck nach. Okay.
Okay, jetzt müssen wir mal was Hartes machen hier. Was ziemlich Hartes. Okay. Wand ist kaputt. Treppe runter, raus, alle gerettet? Keine Ahnung. Könnte sein. Hoffen wir es mal. Schnell runter, lauf! Wir sollten auch gehen, vielleicht? Alles okay? Okay. Geh weiter! Okay, schnell raus hier! Ich bleib hier. Ist ja eh kalt draußen. Shit. Okay, shit. Kann ich hier wieder rein? Nee, kann ich nicht. Was soll ich denn jetzt tun? Ich kann. Oh, ich kann jetzt ganz nach oben gehen und dann springen oder was? Na, wahrscheinlich. Das ist aber kein cooler Plan, ehrlich gesagt. Aber vielleicht das Einzige, was wir tun können. Oh Gott. Hui. Oh, okay, das war sogar richtig. Nein! Oh, shit. Na, zum Glück ist man nicht immer sofort tot. Eigentlich hätten wir jetzt sterben müssen, aber alles ist gut. Oh, fuck. Tja, was tun wir? Springen? Oder nicht? Springen. Okay. Was genau tut einen da? Ah, wieder die, das Schild. Jody. Oh mein Gott, du bist am Leben. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Aber das war unglaublich. Zoe. Wie geht's Zoe? Gut. Sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Da sind sie ja. Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Pfeif darauf, Happy Ann. Ich sagte, wir sehen uns, Miststück. Schlechte Idee. Hey, lass sie in Ruhe. Ganz ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Helden sein, oder? Nein! Au. Hast du das au, drauf? Au. Ja, Mann, ist alles drauf. Okay, dann komm, los, weg. Was da, Alter? Oh, fuck. Sie atmet nicht. Sie atmet nicht. Ist sie tot? Nee. Was ich nicht verstehe, warum konnte man als Aiden irgendwie nichts machen, um sich zu schützen? Oh mein Gott! Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Nein! Ich darf nicht wieder! Verlieren Sie! Ich darf nicht mehr! Jody, nein! Bitte bleib bei uns, Jody! Bleib bei uns! Ha. Huh. Was ist das jetzt? Ist das diese Infrawelt? Bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Johnny? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Kronkarte. Das ist keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit. Oh, Alter. What the fuck? Man sagt ja immer nicht aufs Licht zugehen, aber... Sie sind aus den Tiefen. Vielleicht sollten wir das doch tun. Und absolut keine Ahnung. Ein Fläschchen haben und Kleidung biegt. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter der Brücke gebohrt wird. Oh, das ist hier aber Ruhe. Okay, war sie jetzt tot und kommt dann wieder zurück, oder? Äh.
Was? Bin ich tot? Was ist das denn jetzt so? Also das geht ja mal weiter hier. Ich dachte, das endet auch mal, aber irgendwie nicht so. Anscheinend ihre Mutter. Wer war die Frau? Warum zeigst du mir das? Ist sie... Vor allem... Ist sie meine Mutter? Wer zeigt ihr das? Und warum? Und, also jetzt erfahren wir anscheinend ein bisschen was über ihre Vergangenheit. Und Zukunft. Aber wer ist Aiden? Ach, alles ist verwirrend. Nein! Ich will nicht zurück! Ich will bei dir bleiben, Aiden! Aiden! Nein! Warum hat sie keine Haare mehr? Warum hat sie eine Narbe am Kopf? Was zur Hölle? Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr her. Aber anscheinend musstest du, denn du bist hier noch nicht fertig. Okay, Aiden hat dir das alles gezeigt, oder was? Aber wer ist Aiden? Aiden muss ja irgendein, weiß nicht, irgendwas mit dieser Schule. Warum ist sie jetzt hier im Krankenhaus? Warum hat sie kurze Haare? Wie lange war sie weg? Fragen über Fragen, ich meine. Als Aiden kann man hier immer noch rumschwören, also der ist noch da. Kann man hier irgendwas machen? Ich hab den Job. Und dieses kleine Apartment. Mir geht's ganz gut. Komm wieder, Jody. Wir vermissen dich. Okay, wahrscheinlich musste sie operiert werden am Kopf oder so, deswegen haben sie ihr die Haare abgemacht. Okay, gut, er hat jetzt wieder einen Job. Er meint, ist ja nicht schlecht, ist doch eine gute Sache. Und was mit den anderen? Wie geht's denen so? Ich meine... Irgendwas Krasses scheint aber noch zu passieren. Wir haben die Mistkerle geschnappt, die unser Haus abgefackelt haben. Das Benzin an ihren Sachen war der Beweis. Krank, oder? Arschlöcher. Aber das, wie gesagt, dass Aiden nichts machen konnte, war schon krass. Ich vermute... Von uns, Jody. Wir alle. Dadurch sind wir immer bei dir. Olaya kann nichts machen, wenn sie halt auch nichts machen kann. Vielleicht, wenn sie ohnmächtig ist, dann kann er halt einfach nichts tun. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind das schon Freunde geworden. Zoe wird heute 3 Monate alt. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast.
Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Lysa. Irgendwie scheint es den allen jetzt besser zu gehen. Also irgendwie, als ob die, weiß nicht, das jetzt geschafft hätten, sage ich mal. Ne? Aus der Armut, sage ich jetzt mal. Können wir hier irgendwas machen? Sieht aber echt nicht gut aus. Ja, sie muss ja operiert worden sein, aber vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir werden es bestimmt irgendwie erfahren. Ja, die haben wir vielleicht hier. War auch Nathan da. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Ich weiß nicht. Sind wir Verwandte? Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bringe sie zu ihr. Shit. Okay, was soll ich jetzt tun? Ist das eine gute Idee in dem Zustand? Ich glaube nicht, aber okay. Die Frage ist, was tut sie jetzt? Springt sie? Gut, letztlich. Also, sie hat sich bestimmt festgehalten. Oder Aiden rettet sie. Merkwürdig, das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße! Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im fünften Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Die Kleine darf nicht entwischen. Das kann nicht sein. Aber sie ist es. Und es geht noch weiter. Polizia. Ma'am? Ist alles in Ordnung? Ma'am? Und da sind wir beim Anfang des Spiels, denn da hat es ja alles begonnen, nachdem er sie gefunden hat. Und jetzt ist auch dieses Kapitel zu Ende. Alter Schwede, obdachlos war ziemlich lang, eine Stunde jetzt, glaube ich. Also das habe ich auf jeden Fall geschnitten. 53% haben Stan die Wahrheit gesagt, 69% haben ehrlich Geld verdient. Ich vermute, also das andere wird wohl mit dem Typen in die Ecke verschwinden. Vielleicht gibt es auch noch andere Optionen. Wobei, mit dem Typen in der Ecke verschwinden, es könnte auch sein, dass man den dann ausraubt oder so. Keine Ahnung. 91% haben genug Geld für warmes Essen gehabt, 38%, oh, aber wenig. Haben dem den Obdachlosen nach dem Abendessen geholfen. Was haben die anderen gemacht? Sind die einfach alleine rausgegangen oder was? Das Problem ist, ich glaube, wenn man es nochmal spielt, ändert das ja deine persönliche Statistik. Ne, man spielt es einmal so und vielleicht das andere Mal so und dann bleibt das halt stehen. Alle vor dem Feuer gerettet haben die meisten gemacht. Kein Selbstmordversuch unternommen. Oh, aber einige haben es doch versucht. Wurden wahrscheinlich dann irgendwie zurückgehalten. 97% haben die Schläger besiegt. Gut, ist ja auch easy. 39% haben nicht über Aiden geredet, aus dem Gebäude entkommen, 54% und 41% Schicksal der Schläger erfahren. Man kann es auch nicht erfahren anscheinend. Okay. Ah gut, wenn alle sterben, ja klar. Wenn alle sterben, du kommst raus, hauen sie sich K.O., dann kommt vielleicht irgendwann jemand und hilft dir und dann erfährst du nicht, was mit dem passiert ist. So sieht's dann wahrscheinlich aus. Ja, aber ich bin am Ende endlich mit dieser Folge oder diesen Folgen eher, weil das werde ich wohl dann in drei kleine Parts geschnitten haben oder in zwei, je nachdem, wie man das schneiden kann. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Einschalten. War cool, sehr traurig natürlich, weil sie obdachlos war, aber es war cool. Das Lied, was sie gesungen hat, war halt relativ cool, schön, auch wenn es traurig war, dass sie denen geholfen hat. Das sind halt Leute, die echt sich untereinander helfen, obwohl sie halt gar nichts haben. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und gut, das mit dem Einbruch in den Supermarkt war an und für sich jetzt nicht so clever. Vor allem, ich habe echt vergessen, als ich gesagt habe, los, dachte ich, nein, ich habe keine Alarmanlage geguckt. Das hätte man natürlich machen können. Dass das hier nicht erwähnt wird, finde ich ein bisschen schade. Oder vielleicht kann man das auch gar nicht.
ja gut, die Schläger, klar, die hat man besiegt. Das, ich finde es ein bisschen komisch, dass man am Ende mit Aiden da nichts tun konnte. Aber okay, das will das Spiel halt so, dass die Story so weitergeht. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Hoffe, dann wird das Kapitel nicht ganz so lange, sonst muss ich das halt auch wieder schneiden. Ich bedanke mich jetzt aber bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und würde sagen, bis dahin, haut rein.